Hemmene. Die sieht auch ein bisschen dreckig aus, ne? Die kann man auch mal waschen oder wenigstens einmal Febreze drüber streuen. Das ist ja nicht so schwer, ne? Kommen wir hier eigentlich wieder raus? Nö. Wo kommen wir denn hier wieder raus? Einmal um den Pudding rum. Ja, Verbündete, von wegen Verbündete. Ich sehe keinen einzigen. Die machen alle noch Mittag irgendwo. Na, Cham? Alles klar? Ja, natürlich bin ich back. Ich gucke aber erstmal aufs Kärtchen. Kolonnenroute. Suchbereich. So, eigentlich wollte ich doch mal hier zu dem hier. Aber ich lasse mich da immer aufhalten. Das ist nie gut. Oh, was haben wir denn hier? Haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Schrott. Hallo? Ach, guck mal hier, hier geht's. Oh, gruselig, gruselig. Kannst du mal wieder hoch? Wurden wir gesehen und gehört? Ah, guten Tag. Wie geht's Ihnen? Können Sie mal bitte nicht hier... Ich kann überhaupt nichts sehen. Mir alles zu dunkel. Ist das Blut? Mann, 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 das ging ja heiti-deiti, ne? So, der hat Beute verloren. Und hier liegt da noch ein bisschen was rum. 2 von 2. Und Munition. Ammunition. So, wo kommen wir denn hier wieder raus? Das ist hier ist ja fast gar nichts zu sehen. Achso. Jetzt hätte ich fast Chumbucket gerufen. Aber das wollte ich ja gar nicht. Ist hier noch was? Nö. So. Was ist das überhaupt hier für eine Apparatur? Das ist... Wer wohnt denn so? Oh, guck mal, es ist draußen Nacht. Deswegen sieht es hier so merkwürdig aus. So dunkel und so. In der Nacht müsste es ja hier in der Wüste auch extrem kalt werden eigentlich. Siehst du, so schnell bist du plötzlich von der Straße abgekommen. Oh oh. Ich glaube, der hat uns gesehen. Den werden wir uns auf dem Rückweg holen. So, did mark the battle sites. Where can we find Sulfur? Oh, the yelly smelly? Chumnos, yeah, Chumnos, pass through you. Kumpel, was machst du denn da? Sollen wir dir helfen?
deine sick pups. Och nö. I'm crisped up. End it. Please. Just end me. Ein Ödländer kriecht halbtot durch die Gegend. Setze seinem Leben ein Ende und nimm dir die Beute. Es tut mir leid, Kumpel. Aber erstens wolltest du es so. Und zweitens ist das das Gesetz. So, das Ding ist kaputt. Was haben wir da denn für eine Geschichte? Vor allem, wie kommen wir da hin? Ach komm, da müssen wir einmal komplett durch. So, dann lass uns mal gucken. Da ist ein Warcrier. Hier sehe ich aber niemanden. Was hat denn das für einen Schwierigkeitsgrad? Da sind wir. Eins, ach komm. Das Ding hat bestimmt nichts an Verteidigungsmaßnahmen. Wieso geht denn die Tür auf? Okay. Außer Mann, willst du mich verarschen? Fülle die Wutanzeige in weniger als 20 Sekunden oder also in 20 Sekunden oder weniger. Sind wir ganz schön wütend, ne? So, was haben wir hier? Da haben wir eine Tür, aber ich gucke mich erstmal hier um. Ja, da oben kommen wir auch hin mit der Zeit. Ist also größer, als ich gedacht hätte. So, aber das Ding kriegen wir wahrscheinlich nur mit... ach nee, das können wir auch so auftreten. So, Leutchen. Jetzt wird's spannend. Hier können wir rein. Was war das denn? Was war... Ach, da komm mal hier, da läuft er weg. Der kleine Hühnerschreck. Aber wohin? Wohin läuft er denn? Hm, das sieht auch lecker aus. Lecker Schmecker. Na, Kumpel? Hast du wohl so gedacht, ne? Eins, zwei und drei. Ah, da haben wir ein bisschen Dinky-Dee.
Die Spee-Crew. Diese Bauteil kann benutzt werden, um das Projekt Spee-Crew in der Festung von G zu bauen. Eins von drei möglichen Teilen haben wir. Also nötigen. Wir essen mal ganz kurz. Hauen wir uns was hinter die Binde. Ich meine, da kann man ja eigentlich ganz gut bestimmt essen. Ach, eine Skrotos-Insignie. Die wird uns sogar von der Seite angezeigt. Hier ist eine Waffe. Warum, weiß ich noch nicht so genau. Ah, hier ist ein Klo, direkt neben dem, hier, ja, neben dem Relikt. We will not sell your food. Wir verkaufen kein Essen. Wir erlauben keinen Zutritt. Nur Militär erlaubt. Eindringlinge werden erschossen. So, so. Ja, so sieht's aus, ne? Und wer nicht pariert, kommt in die Hölle. Guten Tag. Ja, siehst du, da wolltest du mich gerade wegtreten. Sag mal, willst du mich denn etwa verholen? Ja, so einen kleinen Messerbestrafer einfach mal hinten dran gelegt. Und plötzlich wart ihr zu zweit. Zuerst nur den einen gesehen und dann kam der andere plötzlich da. Reingeflogen. Oh, komm wir hier hin. Immer schön in die andere Richtung gehen, als das, was du erwarten würdest. Ja, ja, ein paar Vögelchen. So, mit Jumpscares habt ihr es aber auch nicht so. Wir sind hier aber ganz schön weit oben, ne? Wenn du hier runterfällst, dann kommt ganz bestimmt kein Postbote mehr. Hier ist nix, da ist auch nix. Also können wir ja wieder zurück. So, ach, jetzt kommen wir mal hier in den Hauptbereich. Einfach mal so richtig. Ist das nicht sogar... Ist das nicht sogar Bane, der den Mad Max spielt in dem neuen Film? So. 54er-Kombo. Ja. Das lief ja ganz gut. Wilder Teufel, Stufe 9. Ach, da oben können wir hin, aber da ist im Moment noch kein direktes Hinkommen. Nee, Tom Hardy spielt doch Mad Max. Und Tom Hardy hat doch auch... Bane gespielt. Das heißt, Bane ist ja, also Mad Max ist Teil des Batman-Universums. Wird ja auch Sinn machen, weil sie benutzen das gleiche Kampfsystem wie bei Batman. Und kann ich hier? Nix. Gut, hier kann ich nix. Da drüben kann ich aber noch was. Und das werden wir auch gleich mal machen. Ist hier noch jemand? Hallöchen? Ah, ein bisschen Schrott.
671 Schrott, davon werden wir uns mal gleich schön das Auto neu zusammenstellen lassen. Hier haben wir auch noch was. Ah, guck mal, hier die Dinger. Das werden wir doch gleich mal in Angriff nehmen. Kann ich das Ding auch damit zerstören? Ich vermute, die Antwort ist ja. Kann ich damit auch die Ölpumpe zerstören? Ich glaube, die Antwort ist ja. Die Gratwanderung. So, Insignien 3 von 4 und Schrott 6 von 8. Da müssen wir also noch ein bisschen was finden. Hoffentlich finden wir alles. Aber ich glaube, hier müsste ja noch eigentlich was gewesen sein. Und ihr immer mit euren Vögeln. Ein Bonusschrott von Willenskraft. Aber wo könnte hier noch was sein? Hier geht's auch nochmal hoch. Aber hier ist nur Wasser. Da ist nur Wasser. Wasser ist zum Waschen da. Fallerie und Fallera. So, da ist ein Haufen Krams. Ah, wir gehen mal. So, have you heard the vision of the angel? Da 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 da. Dann weißt du wirklich, wenn du ein guter Sänger bist, wenn du von der GEMA. Reflex, scope, Longshot. Was? Ich kann hier gerade nicht. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Da. Oh Mist. So. Ich habe gerade auf die falsche Taste gedrückt. Ah, wieso hält... So, das machen wir natürlich jetzt hier noch komplett. Nö, da können wir nichts zerstören mit der Harpune. Also fahren wir da noch einmal gegen und dann... So. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Was haben wir hier? Chums Versteck. Dann holen wir uns doch mal hier dieses, was ist das hier? Eine Infobegegnung. Komm, die machen wir mal als erstes. Ich habe jetzt von einigen gehört, dass sie bei Mad Max irgendwann die Lust verloren haben. Weil es dann doch sehr repetitiv sein soll. Bis jetzt kann ich das noch nicht so hundertprozentig sagen, ob das wirklich so ist. Weil bis jetzt kommt es mir eigentlich recht spannend vor und
boom in the ground, for to corpse the unwary. Dinky D can sniff him out. Okay, da kommen wir also nicht so durch. Da müssen wir Dinky D holen. Den guten alten Dinky D. Was haben wir denn hier trotzdem? Da haben wir noch No Scope. Okay, den holen wir uns. Oh, oh. Na komm. Na, Konvois machen wir nächstes Mal. So, was haben wir denn hier jetzt? Was ist das denn? Das Gaswerk. Oh, guck dir mal da. Okay, warte. I gotta get into that camp. Oh, ich habe keine Kugeln mehr. Nein, wieso hat er den nicht geholt? Ah, okay. Problem ist, wie kommen wir hier hoch? Ach, da kommt man vielleicht rein. Ich werde da mal reingehen und du bleibst hier. Na Jung, was du da im Mund hast, das sollte man vielleicht da nicht reinstecken. Da haben wir schon eine Insignie. Hallöchen, Kumpels. Sag mal, du, Kleiner. Das sah aber ganz gut aus eigentlich. Dann werden wir mal, nee, dann werden wir mal trinken. So.